wir weiter mit der zweiten Rede, ein ganz anderes Thema. Ich habe auch ein bisschen gekürzt, also vielleicht kommen ein paar Sachen nicht vor. Es geht um die Serie Hip-Hop Evolution auf Netflix und ein bisschen mehr im Detail um den Rapper KRS-One. Ich habe mir überlegt, diese Rede zu schreiben, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Hip-Hop liebe. Ich habe schon ganz früh angefangen, Hip-Hop zu hören. Als Teenager habe ich erst so, oder halt 12, habe ich erst so Jazz und Blues gehört und dann bin ich irgendwann auch zum Hip-Hop übergegangen. Ich habe das alles sehr viel durcheinander auch gehört und immer eine ganz starke Liebe für Musik und Gesang empfunden. Ich habe auch immer relativ viel dann dazu so recherchiert, schon am Computer und über die Künstler gelesen und über die Genres. Und als ich Hip-Hop angefangen habe zu hören, habe ich mit Run DMC so ein bisschen angefangen. Dann habe ich aber ein bisschen vorgespult, könnte man sagen. Das heißt, ich habe dann viele Sachen gehört, die eigentlich später erst rausgekommen sind. Tupac, Notorious B.I.G. und auch so kreuz und quer. Aber ganz besonders mochte ich eigentlich schon immer KRS-One. Und ich möchte den Rapper auch aus einem bestimmten Grund erwähnen. Denn damals war es so, dass eine Freundin zu mir damals gesagt hat, oh, jemals, sie hat mir von ihrem Cousin erzählt. Ich glaube, ich muss, war so 16. Und sie hat mir gesagt, mein Cousin, der hört KRS-One und der ist aber auch ganz schlecht in der Schule und der hat so Probleme und der kommt irgendwie auf die falsche Bahn und dann hört er auch noch solche Gangstermusik. Naja, und damals habe ich jetzt nicht so viel auf die Texte gehört, als ich die Lieder gehört habe, aber ich war mir irgendwie auch da schon sicher, dass dieser Zusammenhang da nicht so ganz stimmt. Also ich habe mir gedacht, die Musik ist doch eher dafür da, dass jemand Gehör findet, dass jemand sich repräsentiert fühlt. Ja, und dass jemand einfach, ja, ne, sozusagen, es ist einfach für das eigene Gemüt schön, ja, Musik zu hören und Musik zu finden, mit der man sich identifizieren kann. Naja, heute höre ich ein bisschen mehr auf die Texte und das insgesamt auch die Geschichte des Genres interessiert mich einfach noch viel mehr als früher. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es jetzt eine Doku-Serie gibt. Und zwar auf Netflix, wo alle meine Lieblingsrapper und RapperInnen interviewt werden. In letzter Zeit stehe ich ganz besonders auf weiblichen Rap. Dafür gibt es auch viel in der Doku-Serie. Da kommen auch sehr viele weibliche RapperInnen vor. Und wenn man sich so die Serie anschaut und auch die Songs hört, die da abgespielt werden, dann weiß man zum Beispiel auch, dass WAP, also der Song, der letztes Jahr, ja, 2020, rausgekommen ist von Cardi B und Megan Thee Stallion. Eigentlich, es ist natürlich ein genialer Song, will ich gar nicht sagen, aber die Thematik ist jetzt gar nicht so neu. Wenn man sich zum Beispiel das Album Hardcore von Lil' Kim anhört, das ist 1996 rausgekommen, dann merkt man, dass diese Thematik gar nicht so neu ist und dann fragt man sich eigentlich noch mehr, warum es immer noch vor allem Männer gibt, die sich darüber aufregen. Nun gut, wieder ein bisschen zurück. Beziehungsweise zuerst möchte ich noch einen Tipp euch geben, falls sich jemand für feministischen queeren Deutschrap interessiert und das gerne mal hören möchte, kann ich eigentlich die Musik der Münchnerin Ebru Dützgün, aka Ebbo, sehr empfehlen. Wenn man ihre Musik hört, kann man auch eigentlich sehr viel über die deutsche Gesellschaft heute und generell auch so über feministische Themen lernen. Jetzt nochmal zurück zur Serie. Die Serie wird moderiert von Shad, das ist ein kanadischer Rapper und er interviewt in der Serie eben RapperInnen, aber auch DJs und Bekannte, also Zeitzeugen letztendlich. Es wird total viel Musik abgespielt, es werden aber auch viele Videoausschnitte gezeigt und man kann richtig so die Geschichte des Hip-Hop miterleben. Es wird auch ein bisschen dieser East Coast, West Coast Streit und die Auswirkungen thematisiert, aber man merkt schon, dass in der Community selber nicht so gern darüber gesprochen wird, weil es halt eben auch fatale Auswirkungen hatte. Und jetzt will ich so ein bisschen den Bogen schlagen wieder zu KRS-One und diese Vermutung, die ich damals hatte, als die Freundin mir das erzählt hat, wo ich das schon komisch fand, dass sie das so gesagt hat oder dieses alles so als Gangstermusik irgendwie abgestempelt hat. Man erfährt eben in der Serie, dass Chris Parker, später auch als KRS-One bekannt,
mit 16 von zu Hause weggegangen ist und dann in einem Obdachlosenheim in der South Bronx übernachtet hat. Und er selbst hat auch erzählt in dieser Serie, dass er damals schon als MC anfangen wollte und aber nicht besonders viel Anerkennung in der Szene bekommen hat zu der Zeit. Dann hat er den Jugendarbeiter Scott Sterling kennengelernt und dann haben die beiden ein DJ- und MC-Duo gegründet, das man später als Boogie Down Productions dann kannte. Und es stimmt schon so ein bisschen, dass es in vielen seiner Texten um das Battlen geht, also um sein, ja, das kennt man ja aus dem Rap-Battles. Ganz besonders ist es auf dem Album Criminal Minded so. Aber es geht eben auch sehr, sehr viel um sein Leben und das Leben Schwarzer in New York City generell, um Politik, wie das sonst auch sehr oft so ist im Hip-Hop. 1989 hat KRS-One sogar eine Bewegung gegründet, Stop the Violence Movement. Die Bewegung sollte eben dazu da sein, die Gewalt im Hip-Hop und die Gewalt unter Schwarzen zu bekämpfen. KRS-One sieht Hip-Hop als politische Bewegung und als Kultur an, die man pflegen und wahren sollte. Und da wollte ich eben so ein bisschen zeigen, man kann vielleicht im ersten Moment denken, das ist Gangstermusik, aber letztendlich geht es irgendwie um viel, viel mehr. Ja, und in der Doku-Serie erfährt man ganz, ganz viel über alle möglichen Subgenres von Hip-Hop. Es geht um New Jack Swing der 1980er Jahre, um die Jiggy-Era, diese Musik so vor allem von Jay-Z, wo es sehr viel um Geld und Party geht und es sind einfach lustige Songs. Es geht aber auch um Gangster-Rap, um Crunk, um G-Funk und Political Hip-Hop und auch vor allem werden diese Strömungen so im ganzen Land in der USA, werden die so verortet auch richtig. Also man erfährt, woher gewisse Richtungen im Hip-Hop eigentlich auch kommen, aus welchen Orten. Ich habe durch diese Serie wahnsinnig viele neue KünstlerInnen auch kennengelernt, neue Lieder und sitze eigentlich, wenn ich diese Serie schaue, immer mit dem Handy direkt vorm Fernseher, um dann auch gleich auf Spotify mir die Songs abzuspeichern. Und ich persönlich freue mich schon wieder total, wenn ich auch mal wieder live zu Hip-Hop ein bisschen draußen in einem Club zum Beispiel tanzen kann, wenn die Clubs wieder aufhaben.